Die neuesten Daten zeigen, dass schon im ganz jungen Alter etwa 5% der Männer damit Schwierigkeiten haben, also eigentlich so 18-Jährige, 20-Jährige, da kann das schon anfangen. Und dann natürlich nimmt das zu mit dem Alter. Und also bei den 50-, 60-Jährigen ist dann schon ein Viertel von den Männern betroffen, bei den über den 70-Jährigen bis zur Hälfte. Also das heißt, das ist ein altersabhängig sehr häufiges Thema, weil mit dem Alter die Hormone abnehmen und weil die Durchblutung vom Körper schlechter wird. Also da gibt es ein paar gesundheitliche Faktoren. Mit den eigenen Gedanken ist man am seine Leistungen abchecken, aber man ist auch die Partnerin am Abchecken, findet die es jetzt gut oder nicht. Das hat nichts mit Nähe und Intimität zu tun. Das ist Hochleistung. Und wenn man da ein bisschen rauskommen kann, wenn man in diese Bewegung kommen kann, wenn der diesen hier macht, ja, das machen ganz viele Männer. Das ist so der hoch angespannte Bumsmodus, ja. Und wenn er stattdessen lernt, das Becken so zu bewegen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Caroline Bischoff rund um das Thema Erektionsprobleme. Und Caroline ist Fachärztin für Frauenheilkunde. Einer ihrer Schwerpunkte ist auch die psychosomatische Medizin und sie ist klinische Sexologin und ja, hat sich dementsprechend sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigt und sehr, sehr viel Erfahrung, sehr viel Wissen in diesem Bereich. Und bevor wir gleich in dieses spannende, aber auch schwierige Thema einsteigen, Caroline, erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, schön, dass du heute dabei bist und vielleicht kannst du uns noch mehr ein bisschen über deine Arbeit, deinen Werdegang verraten, bevor wir dann gleich in die Thematik einsteigen. Ja, Sören, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch sehr, hier zu sein. Und ich finde es toll, dass diesem Thema Raum gegeben wird. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich bin, wie du ja schon gesagt hast, ich komme eigentlich aus der Schulmedizin und habe mich aber in den letzten Jahren, also eigentlich schon seit sicher 20 Jahren, immer mehr in dem Thema Sexualtherapie vertieft. Und bin auch selber Ausbildnerin in dem Bereich. Ich habe eine ganz spezifische Methode, mit der ich arbeite. Die habe ich gelernt in Frankreich und in Genf und in Zürich. Und mache jetzt eigentlich auch nur noch Sexualtherapien. Also ich bin in der Ausbildung tätig und bin therapeutisch tätig. Und ja, und mache gerne. Teile mein Wissen gerne mit der Menschheit, weil ich denke, da kann man auch viel Leiden verhindern. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Anfrage sehr, sehr groß ist. Wie häufig treten dann solche Erektionsprobleme auf? Also da gibt es Untersuchungen natürlich drüber, dass die Männer, also jetzt die neuesten Daten zeigen, dass schon im ganz jungen Alter Männer etwa 5% der Männer damit Schwierigkeiten haben, also eigentlich so 18-Jährige, 20-Jährige, da kann das schon anfangen. Und dann natürlich nimmt das zu mit dem Alter. Das ist ein altes Thema, weil mit dem Alter die Hormone abnehmen und weil die Durchblutung vom Körper schlechter wird. Also da gibt es so ein paar gesundheitliche Faktoren. Also bei den 50-, 60-Jährigen ist dann schon ein Viertel von den Männern betroffen, bei den über den 70-Jährigen bis zur Hälfte. Also das heißt, es ist ein altersabhängig sehr häufiges Thema eigentlich. Und dann gibt es wahrscheinlich verschiedene, sage ich mal, Stufen oder Stärken. Also gibt es wahrscheinlich Leute, wo das nur ab und zu mal auftritt, wo wenn viele Faktoren zusammenkommen und wahrscheinlich Leute, die das, bei denen das dann fast dauerhaft so ist, oder? Also ein Problem, was bei den Erektionsproblemen, was ich sehr häufig sehe, ist, dass die Männer sich sehr lang eigentlich auf ihre Erektion einfach verlassen. Die gehen mal davon aus, das funktioniert und investieren auch nicht groß rein, sondern das ist wie so ein Automatismus. Das fängt mit der Pubertät ja schon an. Da kriegt man die Hormone und dann werden einem die Erektionen eigentlich nachgeschmissen, ob man sie will oder nicht, oder? Also das heißt, es ist dann eher so eine Phase, wo man gucken muss, wie kriege ich das weg? Aber man muss eigentlich nicht viel dafür tun. Und dann aber diese Hormone, die nehmen dann irgendwann allmählich, die fangen jenseits von 25, fangen die eben eigentlich schon an abzufallen. Und dann kommt irgendwann mal so ein erster Moment, wo es nicht funktioniert. Und dann ist meine Erfahrung, dass bei vielen Männern so, dass die dann in ihren Grundfesten erschüttert sind. Also dass das dann nicht einfach ist, ach easy, ist halt mal nicht gegangen, geht dann schon wieder, sondern dass sehr relativ schnell dann auch das, oh Gott, und beim nächsten Mal wird es wohl wieder passieren oder nicht. Und dann kommt er in eine Stresshaltung rein, wo er dann so einen Erwartungsdruck oder so eine Angst davor hat, dass es wieder passiert.
dass die Angst alleine schon dazu führt, dass er keine Erektion hat. Also das heißt, ich habe es dann öfter so, dass das dann einfach sehr häufig dann auch ist. Also es ist nicht einfach nur sporadisch, respektive vielleicht sehe ich die natürlich nicht in der Praxis, wo das nur ganz selten, also die, die nicht dran leiden. Also ich glaube nicht, dass alle Männer wirklich dran leiden, aber sehr viele Männer fühlen sich schon sehr, sehr beeinträchtigt und verunsichert, wenn das passiert. Und gibt es da eine Tendenz bezüglich der Entwicklung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Ist es so, dass es eher mehr wird oder weniger oder konstant? Also ich habe jetzt mal so Untersuchungen in den letzten 30 Jahren und da würde ich sagen, sind die Werte relativ stabil. Was man vielleicht hat, ist, dass man das bei den jungen Männern jetzt ein bisschen öfter sieht. Und was man natürlich auch hat, ist, dass durch die PDE5-Hemmer, also die Potenzpille, dass die Männer sich besser selbst behandeln können, und dass sie dann vielleicht weniger, die müssen dann zwar die Pille nehmen, aber haben eigentlich das Gefühl, sie hätten kein Problem. Und so gibt es dann schon ein bisschen Verzerrungen bei den Zahlen. Aber was ich denke, was sicher ist, ist, dass wir mehr junge Männer als früher sehen mit diesem Thema. Das würde ich schon sagen. Wobei das ja wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung ist, oder? Also wenn sich der Mann jetzt einfach eine Pille einwirft, das setzt ja nicht unbedingt an der Ursache an. Wie Ja, siehst das du das? Problem ist, dass das ist eine symptomatische Behandlung. Die Pille, die finde ich besser als nichts. Aber das, wie du sagst, sie tut eigentlich die Ursache nicht wirklich bekämpfen. Und die Erfahrung ist auch, dass man das so 2, 3 Jahre ganz gut machen kann und dann geht es dann halt doch auch wieder nicht mehr so gut. So. Aber ich glaube, das müsste man individueller angucken. Das ist nicht bei jedem Mann gleich. Ja, okay. Dann würde ich mal mit dir gern über die Ursachen sprechen, aus deiner Sicht. Wenn man sich jetzt mal in die Thematik einliest, findet man so Faktoren wie Stress, Leistungsdruck, Hormone, hast du ja schon angedeutet, Testosteronspiegel spielt sicherlich auch eine Rolle, aber auch vielleicht so Themen wie zum Beispiel spezielle Nährstoffmängel. Dann gibt es auch spannende Untersuchungen dazu oder auch Nebenwirkungen von Medikamenten. Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten, ja, Faktoren, die das negativ beeinflussen können oder die dieses Problem oder sagen wir dieses Symptom fördern können? Also ich würde sagen, da muss man unterscheiden, zwei große Gruppen, ja. Also das, was du jetzt aufgezählt hast, mehrheitlich, das sind für uns indirekte Störfaktoren. Zum Beispiel, wenn du Medikamente anguckst oder Stress. Weil es ist immer wieder interessant zu schauen, es gibt Männer, die nehmen Medikamente und haben keine Erektionsprobleme und andere haben Erektionsprobleme. Es gibt auch Männer, die Erkrankungen haben mit wirklich schlechter Penisdurchblutung und sie haben trotzdem keine Erektionsprobleme. Also es ist nicht so, dass diese Störfaktoren, die du aufgezählt hast, automatisch dazu führen, dass man seine Erektion verliert. Das ist für uns eben interessant, weil wir stellen uns dann die Frage, wieso gelingt es einigen, die Erektion trotzdem zu behalten? Und was man da genauer angucken muss, ist, dass die Erektion, die besteht ja, die entsteht nicht nur dadurch, dass keine Störfaktoren da sind. Also das ist wichtig, aber sie entsteht dadurch, dass sozusagen fördernde Faktoren da sind. Es braucht etwas, was diese Erektion auslöst und es braucht etwas, was diese Erektion unterhält. Und da sehen wir ganz große Unterschiede bei den Männern, was die alles nutzen, um ihre Erektion zu unterstützen. Ja, und damit meine ich eigentlich alles, was wir so als Erregungsquellen zählen können. Da meine ich nicht nur Fantasien, ich meine nicht nur das Visuelle, ich meine auch den Körper, ich meine das, was der spürt, was der an seinem Penis spürt, was der an seinem Körper spürt, die ganzen erogenen Zonen. Ich meine das, was er mit seinem Körper macht, wenn er sexuell erregt ist, weil da kann er seine Penisdurchblutung fördern oder er kann sie unterdrücken. Also da gibt es ganz viele Punkte eigentlich, wo wir dann große Unterschiede bei den Männern sehen. Und das ist für uns in der Sexualtherapie nachher auch so der Angriffspunkt, weil die Medikamente kannst du zum Teil nicht ändern. Also wenn jemand Medikamente nehmen muss, dann muss er halt die Medikamente nehmen. Und stellt sich dann die Frage, okay, aber was können wir noch auf der Förderungsseite rausholen? Und da zeigt sich einfach, dass praktisch alle, niemand nutzt sein volles Potenzial. Und das hängt wiederum damit zusammen, das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass wenn ein Mann in die Pubertät kommt, dass er eigentlich nicht viel üben muss. Der muss nicht üben, damit er eine Erektion hat.
Mm. Bei den Frauen übrigens ganz anders. Also junge Frauen, wenn die Erregung, Orgasmus erleben wollen, dann müssen die wirklich üben. Und viele junge Mädchen können das auch nicht gleich von Anfang an. Aber bei den Männern, da ist das quasi wie gratis. Und Ist das heißt, sogar fast manchmal zu viel, oder? Also zu schnell, gerade wenn man jünger ist, dass man genau. manchmal Genau. diese Erregung verspürt, obwohl es eher gerade unangebracht ist, oder Also es. man müsste eher lernen, wie bringe ich ihn weg, als wie bringe ich ihn hin. Ja. Das ist am Anfang oft eher so ein bisschen das Thema. Aber das führt dazu, dass das so wie so ein Autopilot ist. Das funktioniert einfach, da kann man sich drauf verlassen. Und da braucht man auch nicht viel dafür. Und die Männer sind dann in so einem Modus, wo die sich zum Beispiel einfach rubbeln, also so typische, bei der Selbstbefriedigung so typische Bewegungen machen, wo eigentlich nur so ein bisschen gerieben wird und der Körper wird kräftig angespannt und in dieser Kombination, das funktioniert dann. Und nachher beim Sex mit der Partnerin oder mit dem Partner dann auch einfach kräftige Bewegungen, das, was wir das Bumsen nennen, also so eine Bumsbewegung quasi. Und das reicht dann erstmal. Aber das ist nur ein Teil von dem, was ein Penis eigentlich kann. Ein Penis kann viel mehr spüren als nur Rubbeln oder Reibung. Aber das hat der Mann dann nicht geübt. Und wenn er es nicht geübt hat, dann hat er dann Schwierigkeiten, wenn er mal nicht mehr so schnell sich bewegen kann. Oder er hat Schwierigkeiten, wenn die Partnerin in Anführungszeichen zu feucht oder zu weit ist. Also ich habe da ganz oft solche Sachen, dass die Leute kommen und sagen, meine Partnerin ist zu feucht. Ja, aber was ist denn das für eine Idee, dass die Feuchtigkeit ein Problem sein könnte? Das hat damit zu tun, dass die Haut an seinem Penis trockene Reibung gewöhnt ist. Und wenn es dann also feucht ist, dann spürt er zu wenig, weil er nicht gelernt hat, das wirklich zu spüren. Und das ist in unserer Erfahrung ist das eigentlich das Hauptproblem ist, dass die Männer ganz viel spüren, nicht gelernt haben und sehr, sehr viel körperliche Strategien nicht gelernt haben, um ihre Erektion zu unterstützen. Die meisten Männer, die ich sehe, die Schwierigkeiten haben mit der Erektion, die haben eine Gewohnheit beim Sex zum Beispiel, sich sehr anzuspannen. Da geht der Körper in eine sehr hohe Muskelspannung. Und wenn der Körper in einer sehr hohen Muskelspannung ist, das Problem ist, dann spannen auch die Beckenbodenmuskeln an. Und die Beckenbodenmuskeln, da geht die Durchblutung vom Penis durch. Und wenn ich die anspanne, wie blöd, dann stehe ich mir eigentlich auf der Leitung. Oder? Da kann dann auch das Blut nicht mehr so richtig nachfließen. Und mit 20 ist das kein Problem. Aber mit 40, wenn so die Butterbrote des Lebens anfangen, sich abzulagern in den Blutgefäßen, dann plötzlich fängt er an, Schwierigkeiten zu kriegen mit dieser Spannung. Und was sie dann oft versuchen, ist noch mehr zu spannen. Ja, also es wird dann versucht, über genau das, was eigentlich nicht besonders gut oder günstig ist für den Penis, noch mehr anzuspannen. Aber gleichzeitig spürt er auch nicht mehr, also er spürt eher weniger. Und dann sind die fördernden Faktoren, die nehmen halt ab. Und das ist ja eigentlich eine der häufigsten, ich würde sagen, das ist die häufigste direkte Ursache. Und dann muss halt noch irgendwas dazukommen. Dann muss dazukommen, dass er Stress hat oder dann muss dazukommen, dass er Medikamente nehmen muss oder irgend sowas. Und dann kippt das System sehr schnell. Was sagst du zum Thema pornografische Inhalte? Das war ja vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch ganz anders und heutzutage ist das mehr oder weniger frei zugänglich. Schon zu Beginn der Pubertät oder auch natürlich auch danach kann man sich da voll überladen. Es gibt quasi unbegrenzten Zugang zu Sachen, für die man vielleicht vor Jahrzehnten, Jahrhunderten noch, also wo es da ein sehr langer Weg dorthin war, sage ich mal. Und das macht natürlich auch einiges mit dem Hormonhaushalt, mit dem Dopaminhaushalt. Kannst du dazu noch was sagen? Das macht einiges mit dem, ich habe das Wort nicht Mit gehört. dem Dopaminhaushalt, also mit dem, ja, mit dem Dopamin. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein spezielles Thema, was du da gerade anschneidest. Es gibt Männer, die sehr lange Zeit vor dem Internet verbringen, die sich zum Teil auch als dranghaft erleben, dann, die dann auf der Suche nach dem Kick sind und das irgendwie nicht lassen können. Und sehr, sehr fokussiert sind auf irgendwelche Inhalte, vielleicht auch immer extremere Inhalte oder so, weil sie genau so einen Kick dann erleben, so einen Dopaminkick, wie du das jetzt gerade beschreibst. Aber es ist interessant, wenn man genau hinguckt, wer diese Männer sind, die da wirklich also ich nenne das eben nicht Sucht, weil es ist nicht eine Sucht. Das hat nicht die gleiche Art von Abhängigkeit wie Suchterkrankungen, also wie stoffgebundene Süchte oder so. Darum sollte man das in meinen Augen nicht Sucht nennen. Aber das ist
dranghaft erlebt wird und dass es viel Zeit brauchen kann und dass es Probleme bei der Arbeit geben kann oder Probleme in der Beziehung geben kann. Das ist auf jeden Fall klar. Aber wenn man genau hinguckt bei denen, dann ist das einerseits die Suche nach diesem Kick und andererseits ist das immer auch von etwas wegwollen. Das ist von Langeweile wegwollen oder von Frust wegwollen oder von Depression wegwollen. Und wenn man die sich genauer anschaut, dann merkt man, dass das eigentlich Ersatzbefriedigungen auch sind. Also dass das eine Möglichkeit ist, weil das Studium ist gerade langweilig oder irgendwie Ärger mit der Freundin oder was auch immer. Also so, das sind so Themen, die dazu führen, dass sie das dann mehr machen und dass dieser Dopaminkick ist halt sehr tröstend. Da kriegt man wirklich so einen Moment, so ein Hochgefühl. Das kann man dann schon fast ein bisschen mit Drogen vergleichen. Das sind unsere inneren Drogen, wenn du so willst. Aber sehr oft kommt dann hinterher auch ein gewisser Absturz. Dann kommt dann das Gefühl, shit, ich wollte doch nicht mehr und ich wollte doch nicht so lange und so. Und ich habe es nicht im Griff, ich habe mich nicht im Griff. Das sind also die Situationen, wo wir die Leute dann auch in der Praxis sehen. Übrigens, viele von denen, die wirklich so da dran sind, die haben auch ein Problem mit ADHS. Die haben so eine Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsgeschichte irgendwie. Und bei denen weiß man ja, dass die einen Dopaminmangel haben eigentlich. Also, dass die diesen Dopaminkick halt besonders brauchen, weil die wirklich wie physiologisch fehlt denen eigentlich ein bisschen was da. Das ist interessant, wenn man das ADHS behandelt, dass dann dieser Drang auch zurückgeht. Aber das ist sowieso eine Unterschiede, würde ich sagen. Und dann haben wir eine viel größere Gruppe von Männern, die halt einfach Pornos so im Alltag benutzt, ohne dass das jetzt sich so mit einem Dranggefühl verbindet. Und da muss man auch wieder unterscheiden, da gibt es die, die das einfach nebenher machen und im Übrigen eine gute Paarsexualität leben und da überhaupt kein Problem damit haben. Und dann gibt es andere, jetzt gerade bei den jungen Männern, denke ich, gibt es das eben, dass die sehr wenig realen Kontakt also ich denke jetzt so an die 18-Jährigen oder so, ja, dass sie wenig Kontakt mit realen Frauen haben oder mit realen Männern, wenn sie schwul sind, sondern sich sehr fokussieren auf diese Bilder und auf diese Inhalte und dann ein Bild entwickeln von der Sexualität, was halt schon ein bisschen verzerrt ist. Oder der Porno ist etwas einseitige Berichterstattung, wenn man so möchte, oder? Also es ist auch eine Realität, aber es ist halt einseitig. Da fehlen Aspekte wie zum Beispiel, wie verführe ich eigentlich überhaupt eine Frau? Wie gewinne ich eine Frau für mich? Und was gibt es denn sonst noch alles, außer nur der Bumsex rein raus? So. Also da ist oft so eine etwas einseitige Informationsvermittlung. Und dann, wenn er dann nachher real in der Realität das mit einer echten Frau probiert, dann fehlt ihm der hat eben sehr stark den Fokus auf das Visuelle gehabt, hat sich auch wenig im Körper gespürt, typischerweise Rubbelmodus, wenig gespürt, Penis läuft so nebenher sozusagen, wenn man will, es ist alles da oben, es ist alles in den Augen, alles im Kopf. Und dann ist er mit einer realen Frau zusammen, jetzt soll der Penis plötzlich eine Rolle spielen, aber wie soll er das machen, wenn er es nicht geübt hat? Das ist dann so etwas, wo ich dann bei jungen Männern merke, dass die wirklich auch trotzdem halt lernen müssen, wie geht man mit realen Menschen aus Fleisch und Blut um? Und die Sexuell. Frau verhält sich natürlich ganz anders als das, wie es im Internet gezeigt wird, weil das ja nicht der Realität entspricht. Und dementsprechend ja, prallen die Erwartungen des Mannes oder das, was er bisher gesehen oder gelernt hat, da mit zusammen. Und das ist nicht eins zu eins das Gleiche. Genau. Das heißt, es können auch ganz falsche Erwartungen da sein, die überhaupt nicht Absolut. natürlich sind, sozusagen. Ich weiß nicht, was natürlich ist, ehrlich gesagt, weil es gibt schon sehr, sehr viel. Ich finde auch nicht, dass das falsch ist, was wir sehen, weil es gibt immer auch Pornos, wo die Leute wirklich Spaß haben, auch wenn die Sachen machen, die jetzt du und ich nie machen wollen würden, oder? Also das heißt, was ist schon natürlich? Also schon Kinsey hat das untersucht und hat gesehen, es gibt kein natürlich, sondern die sind sowas von unterschiedlich. Aber ich denke einfach, das Problem ist, dass er, wenn er dann davon ausgeht, er guckt diese Filme und er geht dann davon aus, die Frau findet das dann alles toll, was er da anbietet, dann ist es einseitig, oder? Das ist natürlich eine falsche Vorstellung. Dass es da dann die ganze Kommunikation, die es da dann auch braucht und so weiter, dass er die dann eben nicht so beherrscht. Okay, du hast jetzt schon häufiger über diese fördernden Faktoren gesprochen, die sozusagen fast niemand aktiviert, wo fast kein Mann einen oder wenige Männer einen wirklichen Zugriff und Zugang dazu haben. Könntest du vielleicht da noch mal drauf eingehen, welche gibt es da und wie kann man da, also kannst du ja andeuten, was es da so für Wege
gibt, sich mit denen vertraut zu machen. Also grundsätzlich können die Männer das schon, weil ohne fördernde Faktoren kriegst du keine Erektion. Also all das, was die jetzt schon machen für ihre Erektion, das ist schon fördernd. Aber es kann sein, dass sie sich damit eben auch gewisse Grenzen setzen. Dass sie Grenzen setzen, dass sie eben eigentlich im Grunde die Durchblutung abklemmen. Ich komme nochmal zurück auf diese Geschichte mit der Muskelspannung, weil es ist unglaublich wichtig. Die hohe Muskelspannung, also wenn der Körper sehr angespannt ist, dann ist auch unser Nervensystem angespannt, wenn man so will. Ja, also in der hohen Spannung drin, da sind wir nicht so zen, relaxed und im Flow, sondern da sind wir eigentlich im Kampf-Flucht-Modus in der hohen Spannung. Ja, das kann man auch messen am Blutdruck und so. Und wenn man so übrigens in den Pornos zu gucken, was die Männer für Gesichter haben, die sind Schwerarbeiter in dem Moment. Ja, also man kann das da schön sehen. Das ist eben nicht genießen und wirklich in der Aktion sein, sondern das ist eigentlich in einer hohen Spannung sein und sich sehr anstrengen. Und Leistung, es geht Es auch. ist wirklich sehr viel Leistung. Es ist wirklich Arbeit. Es ist Schwerarbeit. Ja, und das sagen die ja zum Teil auch, dass es, also man merkt es dann gar nicht so, aber hinterher, manchmal erzählen mir Männer, dass sie hinterher Muskelkater haben in den Beinen oder irgendwo, weil sie so viel Muskelspannung hatten. Und diese Muskelspannung, die macht eben wirklich, dass die Penisdurchblutung schlechter ist. Also die fühlt sich zwar schon geil an, darum machen es die ja auch. Also das ist so ein bisschen das Paradoxe. Das fühlt sich schon gut an, aber es macht eigentlich, es begrenzt die Penisdurchblutung. Das macht auch, dass man den Penis nicht gleich gut spüren kann. Das kann man sehr leicht experimentieren, wenn man so den Arm nimmt und den Arm sehr fest, wenn man den Arm locker streichelt, dann fühlt sich das schön an. Wenn man den fest anspannt, dann fühlt man nicht gleich. Also in der hohen Spannung drin können wir nicht gleich viel spüren. Das heißt, die drücken einen Teil von dem, was da sensorisch eigentlich passiert am Penis, drücken die mit der Spannung weg. Dann haben sie das Nervensystem, was im Kampf-Flucht-Modus ist. Und im Kampf-Flucht-Modus sind wir eigentlich nicht dafür gebaut, dass wir uns fortpflanzen. Weil wenn der Tiger im Busch ist, dann sind wir besser bedient, wenn wir wegrennen. Und die in dem Moment versuchen, sich fortzupflanzen, werden gegessen. Also das heißt, es ist nicht, das heißt, im Kampf-Flucht-Modus haben wir ein Risiko, dass die Erektion gestört ist durch die Neurologie. Das kommt auch noch dazu. Also das sind so eine Reihe von Faktoren, das heißt, wenn der Mann lernen kann, dass der nicht so in so einer Dauerspannung drin ist, sinnvoll ist Bewegung. Also dass der Körper mehr in Bewegung ist und in Bewegung, damit meine ich vor allem, dass der Beckenbereich sich bewegt. Also ich kann es vielleicht mal kurz zeigen. Also wenn der diesen hier macht, ja, das machen ganz viele Männer, das ist so der hoch angespannte Bumsmodus, ja, und wenn er stattdessen lernt, das Becken so zu bewegen, ja, das ist eigentlich eine Bewegung, die Tiere machen das alle automatisch beim Sex. Also die höheren Säugetiere, die können das, aber wir können das nicht. Wir sind nicht mit diesem biologischen Programm auf die Welt Wir gekommen. können es nicht mehr oder wir konnten es Es ist nicht, generell. ich glaube, es ist nicht in unserer, es ist nicht in unserer, in unserem Hirn ist das nicht drin. So, also wir kommen überhaupt nicht mit der Info auf die Welt, dass wir das tun sollten. Wir kennen die Bewegung schon. Also wenn man kräftig lacht oder hustet oder auch schluchzt oder auch im Orgasmus drin, dann macht der Körper eigentlich solche Bewegungen. Also beim Husten merken es die Leute am ehesten. Ach so, das zieht eigentlich so die Muskeln vorn zusammen und dann kommt diese Schaukelbewegung vom Becken her. Und bei den Tieren ist es im Programm. Also bei den Schimpansen ist es nicht im Programm. Also wenn ein Schimpanse in der Gefangenschaft aufwächst und der sieht nie andere Schimpansen kopulieren, der kann keinen Sex haben. Also der muss auch schon lernen durch Gucken und so. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Ich glaube, das ist auch so einer der größten Irrtümer, den die Leute über den Sex haben, nämlich, dass der natürlich wäre. Du hast vorhin ja auch den Ausdruck gebraucht, oder? Dann habe ich gerade so ein bisschen gezögert, weil der Sex ist nicht natürlich. Sex ist nicht natürlich. Sex ist kulturlich. Ja, also das heißt, wir kommen mit einem Reflex auf die Welt. Ja, also sexuelle Erregung ist ein Reflex. Und wenn wir die richtigen Trigger auslösen, dann kann diese Erregung starten. Also dann kann die Erektion kommen. Und es ist ein Reflex. Das heißt, wir können nicht einfach mit dem Willen sagen, steh jetzt und dann steht er. Das geht nicht. Ja, also es braucht Trigger, und dann kommt dieser Reflex. Aber die Fähigkeit, wirklich sich fortzupflanzen, zu penetrieren, ist nicht ganz automatisch. Schon das braucht Lernschritte. Und es gibt Leute, die kriegen das nicht hin. Die kriegen Erektionsprobleme, können nicht eindringen. Genauso gibt es Frauen, die Scheidenkrampf kriegen und dann kann er auch nicht eindringen. Also das heißt, es gibt, und das sind nicht wenige,
sind nicht wenige, die das eigentlich gar nicht im biologischen Programm drin haben. Das heißt, es braucht eigentlich schon früh Lernschritte und wir leben in einer Kultur, in der das sexuelle Lernen halt sehr wenig unterstützt wird. Also wer von uns hat schon bei der Selbstbefriedigung von den Eltern zu hören gekriegt, ey, das fühlt sich schön an? Oder? Also das heißt, die meisten von uns, die lernen ja eher, oh shit, das dürfte ich doch eigentlich nicht und so weiter. Und also das heißt, man wird nicht unterstützt im sexuellen Lernen, man wird auch nicht darin unterstützt, seinen Körper sehr sinnlich zu entdecken oder so da groß in Bewegung zu gehen beim Sex und sowas. Wer bringt einem das schon bei? In der Schule hören wir das ja auch nicht. Also wir machen zum Teil, wir gehen hier in die Gymnasien und dann machen wir solchen Unterricht, wo wir über lustvolle Sexualität reden und nicht nur über gefährliche Sexualität wie der herkömmliche Aufklärungsunterricht. So. Verstehe. Ja, aber eben, das heißt, es ist eigentlich sehr verständlich, dass ganz viele, woher sollten die es wissen? Jeder entdeckt es für sich, oder? Wir sind ja alle so ein bisschen autodidaktisch unterwegs mit der Selbstbefriedigung und die Männer natürlich auch. Oder irgendwann merkt man, man muss irgend sowas tun, dann hat man vielleicht noch irgendwas gelesen oder was gesehen, dann probiert ein bisschen aus. Googeln reicht schon. Und dann tut man nicht groß rum experimentieren. Was könnte ich denn sonst noch alles spüren mit diesem Penis? Wie könnte ich den noch anders anfassen? Was könnte ich denn da sonst noch machen? Das wird eben oft nicht gemacht. Dann beschränkt der Mann sich auf ein enges, präzises Muster, genau so, und das übt er dann schön ein. Also die meisten Leute machen immer genau auf die gleiche Art Selbstbefriedigung. Das ist dann richtig schön eingeschliffen, so im Kleinhirn. Das ist dann ein Muster, was richtig gut drin ist. Und nachher kommt man in die Paarsexualität und da muss man gucken, passt's. Und wenn man das Glück hat, dass man so im Rubbelmodus passt's einigermaßen, ja. Aber es gibt natürlich auch Männer, die machen ganz andere Geschichten. Zum Beispiel, ich habe viele Männer in der Praxis, die haben zum Beispiel, die klemmen sich den Penis zwischen die Beine. Wie willst du penetrieren, wenn du dir den Penis zwischen die Beine klemmst? Das geht nicht. Oder die liegen drauf und drücken ihn flach. Oder die pressen ihn richtig fest. Die haben so eine Kraft in der Faust, das kriegst du in der Vagina, kriegst du niemals die gleiche Spannung hin. Selbst wenn du eine russische Kugelstoßerin im Bett hast, oder? Also das ist so, das geht einfach nicht. Zu wenig, ja? Und das führt dann dazu, dass die dann schon als junge Männer eben auch die Erektion verlieren, sobald es um die Penetration geht, weil sie nicht die gleiche Intensität von der Stimulation herkriegen können. Also zusammenfassend kann man sagen, auf dieser förderlichen, diese fördernden Faktoren, da spielt sich viel so auf der körperlichen Ebene ab, also vom Nervensystem, vom Anspannung, Entspannung und auch von dem, was ich vom Körperbewusstsein, von wie ich mich bewege, wie ich mich spüre, wie ich mich wahrnehme. Und je mehr ich, sage ich mal, das für mich erkunde und erfahre, dieses Gebiet, und dann vielleicht noch mit einer professionellen Betreuung, umso besser kann ich quasi diese förderlichen Faktoren dann aufbauen, könnte man das verallgemeinert so sagen. Ja, finde ich sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja. Okay. Und das hast du ja gesagt, das ist quasi so ein Hauptaspekt der Arbeit. Also ihr schaut das euch primär an und dann die anderen Sachen, die ich am Anfang aufgezählt habe, da sagst du, das ist eher so, sind so indirekte Faktoren, das guckt ihr euch danach eher so an. Habe ich das Kommt drauf an. Ich meine, es gibt natürlich dann schon Faktoren, also Beziehungsstress oder also so, ich meine, wenn die zwei sich Späne vereint sind oder wenn solche Geschichten auch noch laufen, dann muss man das natürlich auch angucken. Also dann reicht es nicht alleine an einer guten Erektion oder an einem guten Spüren oder an einer Selbstwahrnehmung zu arbeiten. Oder wenn man Medikamente ändern kann, finde ich auch. Also mit dem Psychiatern, also sind gerade so die psychiatrischen Medikamente zum Beispiel, sind häufiges Problem. Da kann man schon was ändern. Aber das ist nicht, das kommt immer irgendwo sekundär und oft braucht es auch nicht. Ja, macht ja auch Sinn, ihr konzentriert euch auf euren Fachbereich sozusagen und wenn das limitiert, also wenn der Erfolg damit limitiert ist, dann bin ich natürlich auch, würde ich natürlich auch empfehlen, dass man sich vielleicht schaut, okay, welche Medikamente nehme ich ein und ob das wirklich notwendig ist oder ob es vielleicht natürliche Alternativen gibt, ob ich vielleicht meine Ernährung ändern könnte, ob ich vielleicht noch spezielle Nährstoffe einnehmen könnte, die das mehr oder weniger ersetzen oder natürliche Substanzen, statt jetzt ja so viele Medikamente einzunehmen. Nur als ein Beispiel von diesen Faktoren. Da gibt es sicherlich auch noch
sehr, sehr viel Potenzial. Worüber wir jetzt fast noch gar nicht gesprochen haben, ist, sage ich mal, die Rolle der Frau oder die Sicht, die Wahrnehmung der Frau auf diese Dinge. Das wäre, glaube ich, auch noch sehr interessant, gerade für die Männer, die hier zuschauen. Ja, sagen wir mal, ein Mann im mittleren Alter hat Erektionsprobleme und ist in einer Beziehung oder hat regelmäßigen sexuellen Kontakt zu einer Frau. Also wie reagieren Frauen darauf, beziehungsweise was gibt es da für Möglichkeiten, für Optionen, für Spielräume sozusagen? Also es sind so zwei Sachen, die mir auffallen. Also das eine ist, dass die Frauen oft erstmal sehr verständnisvoll reagieren. Sinnvoll ist doch nicht so schlimm. Also für den Mann Katastrophe und für die Frau doch erstmal ist es nicht so schlimm. Wir können was anderes machen und so. Und das ist so die Plusseite. Die Minusseite ist die, dass die Frauen oft denken, oh shit, das liegt an mir. Nicht mehr attraktiv genug, weil gerade in dem Alter, wo der Mann das Problem kriegt, wird die Frau, fängt die Frau auch an, so rund um die Menopause, da kommen die Falten da, und so weiter. Und da kommen so diese Fragen, oh, habe ich eigentlich Attraktivität verloren? Und dann merkt er vielleicht noch, dass er Pornos guckt, und natürlich guckt er nicht Pornos mit 50-jährigen Frauen, also kein Granny-Sex, sondern er guckt irgendwas mit jungen Frauen, und dann findet sie, ich kann ja nicht mithalten mit denen. Also da kommt dann so die Schwäche der Frau zutage, die damit zu tun, mit dieser Attraktivitätsfrage zu tun hat, ja. So, wobei Mann die Identitätskarte eigentlich die Erektion ist, also so die Männlichkeit, die macht er sehr fest an der Erektion, macht die Frau ihre Identität weniger jetzt an ihrem Orgasmus, sondern mehr an ihre Identität, an ihre Attraktivität. Das heißt, die kommen da eigentlich zusammen, beide an ihren Schwachpunkten, wenn man so will. Und das kann enorm stressig dann für beide sein. Ja? Also dann gibt es wirklich Teufelskreise bei ihm und es gibt Teufelskreise bei ihr. Und dann kommt sie vielleicht in so ein Schonverhalten rein. Und er, also dann oft ist so eine Sprachlosigkeit auch da. Und es ist eigentlich sehr schwierig. Und dann ein Problem, was halt eben bei den Männern wirklich auch ist, ist, dass die, ich staune immer wieder, ja, warum das auch heute noch so ist, dass die im Schnitt, glaube ich, ungefähr 5 Jahre brauchen, bis sie Hilfe holen. Ja, auch bei gesundheitlichen Problemen, aber eben auch bei Erektionsproblemen, dass das im Schnitt 5 Jahre dauert, bis einer dann mal in die Therapie kommt. Das heißt, die haben vorher 5 Jahre lang irgendwie schon ziemlich gelitten und haben irgendwie sich da durchgekämpft oder eben durchgeschwiegen und so. Also das ist oft, die kommen oft erst so, wenn die Frau plötzlich droht, jetzt gehe ich oder irgend sowas. Also wenn wirklich mein Wasser bis zum Hals steht und dann ist es manchmal auch schon zu spät. Das ist Was denkst du, woran liegt das? So Schamgefühl, Ego-Probleme? alles. Ja. Also ich glaube, was früher natürlich das Thema Nummer eins war, war das Gefühl, das die Männer hatten, das ist jetzt alles vorbei. Da kann man nichts mehr machen. Und es kommt aus diesem Gefühl raus, es ist doch natürlich, es ist die natürlichste Sache auf der Welt. Wenn ich das nicht mehr kann, dann bin ich mit einem Bein im Grab. So gefühlt, ja. Und das Problem ist, dass er dieses Lernkonzept nicht hat, dass er nicht eine Vorstellung davon hat, dass es eigentlich lernbar ist und dass er halt noch nicht genug gelernt hat. Und nachher kommt das Ego rein, wo man sich sagt, was, ich habe nicht genug gelernt. Also das ist dann auch nicht unbedingt nur so attraktiv, die Idee, ich muss jetzt noch in die Schule sozusagen für meine Sexualität. Also das ist immer so ein bisschen eine Kunst, wie wir das in der Therapie dann auch schaffen, sie dafür auch zu interessieren. Also was hat er eigentlich für ein Potenzial? Was kann er eigentlich noch alles aus sich rausholen? So. Aber ich denke, der Hauptgrund ist der, dass er gar nicht denkt, dass man was tun kann. Und dass er wahrscheinlich auch, ich glaube, das ist allgemein bei Männern ja so, dass sie schon auch immer noch so sozialisiert sind, dass sie das Gefühl haben, sie müssen es irgendwie allein schaffen. Also so der Einzelkämpfer und so. Und Und man darf mit niemandem drüber sprechen. Also keine Schwäche zeigen. genau. Diese in diesem Bereich. Genau. Du hast gesagt, es können dann quasi sich mehr, also beim Mann und auch bei der Frau quasi so, die können sich dann in so Teufelskreisen bewegen, was sich auch gegenseitig verstärkt, triggert. Das ist die eine Seite, aber wenn man da schafft, dorthin zu schauen und dort zu gucken, okay, wo sind wir jetzt, was sind vielleicht die Faktoren, die dazu geführt haben und auch, ja, was gibt es für Möglichkeiten, dann ist natürlich da auch sehr, sehr viel, sage ich mal, Heilungs- oder Entwicklungspotenzial für beide, vielleicht nochmal das Ganze in eine ganz andere Dimension zu bringen.
Absolut. Oder weil die Punkte, die wir ja angesprochen haben, die erektionsfördernden Punkte, das sind ja Punkte, die mit Achtsamkeit zu tun haben. Genauso wie, als du vorhin von der Ernährung geredet hast, habe ich auch gefunden, wenn einer sich schon Gedanken über die Ernährung macht, ist er ja auch schon mehr in der Achtsamkeit unterwegs. Das ist für mich schon mal prognostisch günstig. Also er macht sich Gedanken darüber, was ist eigentlich für mich gut. Und jetzt in dem Kontext auch, wenn die anfangen, sich mehr Gedanken drüber zu machen, was ist eigentlich für uns gut? Das ist für mich so, das finde ich so die große Chance bei allen Schwernissen, die uns das Leben so zwischen die Beine schmeißt. Also wenn es uns nicht umbringt, dann halten wir wirklich in und überlegen, wie wollen wir es jetzt anders machen und haben eine Chance, unsere Optionen eigentlich zu erweitern. Und das sehe ich genau auch so bei den, und die kommen ja oft, kommen sie erstmal alleine in die Therapie und dann nicht selten laden wir dann aber die Partnerin auch irgendwann dazu ein und dann gibt es auch Sachen, die miteinander dann ausprobieren, dass sie miteinander ihre Sexualität erotischer auch gestalten können und dann profitieren die Frauen auch. Also es kann dann durchaus gut sein, dass diese Verbindung und dieses Intime dadurch noch deutlich stärker wird und besser als je zuvor, obwohl es vielleicht vorher ganz schwierig und ganz schmerzhaft war vom Empfinden her, also auf emotionaler Ebene. Und da ist quasi sehr, sehr viel Potenzial. Und daher ist es auch, kann es quasi auch ein Segen sein, wenn das Thema hochkommt, weil man dann vielleicht sich so auf die nächste Stufe katapultieren kann, um das jetzt mal so Ich glaube, auszudrücken. das ist wirklich genauso. Weil, also wenn du dir vorstellst, dass das Hauptproblem diese Spannung ist und ein Nervensystem, was eigentlich im Kampffluchtmodus ist, wie nah bin ich meiner Partnerin, wenn ich gerade im Kampffluchtmodus unterwegs bin? Da bin ich eigentlich nicht nah, oder? Und da ist man mit den eigenen Gedanken, ist man am seine Leistungen abchecken, aber man ist auch die Partnerin am abchecken, findet die es jetzt gut oder nicht. Das hat nichts mit Nähe und Intimität zu tun. Das ist Hochleistung. Und wenn man da ein bisschen rauskommen kann, wenn man in diese Bewegung kommen kann, und wir verknüpfen das dann auch immer noch mit einer Atmung, also dass die Atmung tiefer wird, dass der wirklich in den Bauch atmen kann, dann tut er sein Nervensystem runterfahren und dann kommt man in einen prosozialen Kontakt. Also dann ist man vom Nervensystem her, hat man die Fähigkeit, viel näher mit der Partnerin zu sein. Man spürt sich besser, aber man spürt auch die Partnerin besser. Und das hat natürlich eine enorme Veränderung in der Qualität der Beziehung. Oder zumindest dieser sexuellen Beziehung hat potenziell enorme Qualitätszuwachs. Das ist auch eine große Chance, dass quasi vielleicht so Konzepte oder Glaubenssätze, Ideen, die man vorher hatte in dem Bereich, dass die sich vielleicht gar nicht so als realistisch erweisen oder gar nicht als das, sag ich mal, das Wahre für die beiden betreffenden Personen, sondern dass es noch viel tiefer gehen kann und ja, dass sich in Richtung bewegen kann, wie du gerade schon angesagt hast. Das heißt, ja, das würde ich jetzt so als positive abschließende Botschaft eigentlich für dieses Interview mitnehmen, ja, dass da sehr viel Kraft, sehr viel Potenzial da drin liegt und natürlich eine große Chance ist, dort mal genauer hinzuschauen. Und eine Einladung, das zu tun. Ja, Ja. okay. Dann vielen Dank, liebe Caroline, für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Ist für viele ja auch noch ein Tabuthema und daher danke auch, dass du da uns an deinem Wissens- und Erfahrungsschatz ja, teilhaben lässt und auch diese Themen ansprichst, die man jetzt sonst eher weniger, ja, die sonst weniger thematisiert werden. Und ich denke, das war sehr hilfreich für beide Geschlechter und du konntest da wertvolle, ja, Inspirationen geben. Also vielen Dank und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.